Herr Becker, erstmal willkommen in Oldenburg. Sie promovierten in Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Sind Sie eins von den dreien mehr als die anderen? Sicherlich bin ich mehr der Biologe als der Völkerkundler, aber ich habe Völkerkunde komplett studiert und habe es dann eben in der Promotion als Nebenfach genommen. Ich fand gerade die Verbindung sehr spannend und das merke ich auch heute noch, gerade wenn man mal ein naturwissenschaftliches Fach studiert hat, dann eben mit den naturwissenschaftlichen Methoden vertraut ist, die Methoden des Experiments und natürlich auch Laborarbeit, und dann ein philosophisches Fach studiert, wie Völkerkunde zählt in Deutschland zu den philosophischen Fakultäten, und da auf ganz andere Bedingungen stößt. Also da gibt es ja eine andere Form der Beweisführung. Da spielt ja quasi, ersetzt quasi die Empirie das Mittel des Experiments. Und zu merken, dass beides hochvalide ist, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielen kann, das fand ich für mich sehr bereichernd und hat mir, glaube ich, auch in meiner ganzen Berufsarbeit sehr geholfen, dass ich nie mit einem schälen Blick auf die andere Fakultät geguckt habe und dem Motto, naja, das ist ein Geisteswissenschaftler, oder umgekehrt, die sagen manchmal, naja, ihr seid Naturwissenschaftler. Ich habe beides erfahren im Studium, habe beides schätzen gelernt und auch im Beruf sehr gerne beides verbunden, ja. Da kommt es Ihnen sicherlich entgegen, dass ja der Ansatz dieses Museums ja auch ein interdisziplinärer ist. Hat das für Ihre Bewerbung auf dieser Stelle eine große Rolle gespielt? Also in meinen Gesprächen wurde das zumindest positiv aufgenommen, das so viel kann ich sagen. Es ist ja so, dass ich eben von diesen drei Departments hier, also die Naturkunde, Archäologie und Völkerkunde, immerhin zwei abdecke. Archäologie ist nicht mein Schwerpunkt, das habe ich aber auch ganz ehrlich gesagt, man muss ja auch sagen, was man nicht oder nur bedingt leisten kann. Also, und das wurde, glaube ich, aufgenommen, weil, das kenne ich aus dem Überseemuseum Bremen, wo ich ja vorher tätig war, dass diese Verbindung zwischen den naturkundlichen und den dann auch völkerkundlichen, das heißt also gesellschaftlichen Prozessen, ja bei den Besuchern auch auf eine Wirklichkeit stößt. Wenn ich selber auch als Tourist irgendwo anders bin, dann gucke ich mir ja nicht montags die Bäume an, dienstags die Tiere und mittwochs die Häuser oder die Menschen, sondern ich erlebe das in toto. Und daraus generieren Fragen, die ich natürlich dann auch für mich klären, lösen will oder eben dann vor Ort auch ins Museum umgehe. Und so geht es den Leuten, finde ich auch. Wir müssen das nicht künstlich aufspalten, diese Welt, sondern diese Welt ist eins und wir, denke ich, tun gut daran, in den Museen auch diese Fragen immer mit der gesellschaftlichen Relevanz und der Rolle, die sie in, wenn es denn so ist, wenn sie in außereuropäischen Gefilden spielen, die Rolle, die sie dort haben, auch mit berücksichtigen. Sie waren jetzt jahrelang im Überseemuseum Bremen beschäftigt. Konnten Sie das dort auch so umsetzen? Ja, das war auch einer der Punkte, denke ich, die damals auch dann dazu führte, dass ich dort auch diese Stelle bekam, weil ich eben, das war ausgeschrieben war Abteilung der Naturkunde, das erfüllt natürlich, aber dass ich eben auch noch diese völkerkundliche Seite mit reinbringe. Und wir haben ja im Überseemuseum in Bremen auch tatsächlich diese Kontinentalausstellungen, Ozeanien, Asien, jetzt geht gerade Afrika los, haben wir interdisziplinär auch bearbeitet. Das heißt, wir haben immer die Fragen zusammengenommen aus den Arbeitsgruppen, und meine Hauptfrage war immer die, welche Fragen haben die jeweiligen Ethnien in Ozeanien, in Asien, Afrika an die Natur gestellt und wie bewerten sie die Antworten, die sie aus der Natur kriegen. Das geht dann oftmals auch in die Richtung von Mythen, Traditionen, orale Tradition natürlich ganz oft in dieser ethnologischen Sehweise. Also das ging da auch sehr gut, und ich denke, dass ich, ohne dass ich hier die Dauerausstellungen, die will ich hier gar nicht antreiben, die sind auch zu Recht regional hier. Das ist das Region, das ist das Museum der Region Weser-Ems, das ist völlig in Ordnung. Aber in Sonderausstellungen, die ja hauptsächlich jetzt mein Geschäft sein werden im Ausstellungsbereich, da werde ich auch sehen, dass ich das auch so umfassende Themen bringe, dass tatsächlich auch diese Fragestellung der außereuropäischen Kulturen, die wir ja auch als Sammlungsgebiet hier haben, mit beantwortet werden können. Das hat schon meine nächste Frage halb mit beantwortet, weil ein neuer Direktor bringt ja auch neue Ideen mit. Das soll ja auch so sein. Haben Sie da schon konkrete Vorstellungen, vielleicht was die ersten Sonderausstellungen so angeht? Ja, sicherlich. Also klar, man versucht natürlich, auf der einen Seite sind Sonderausstellungen, finde ich, gerechtfertigt hier, die Sammlungen berücksichtigen sehr stark. Weil hier sind auch Schätze in den Sammlungen, die in den letzten Jahren wenig gezeigt wurden oder vielleicht auch manchmal gar nicht. Das heißt, eine der Schätze ist hier ein Meteorit. Der größte Steinmeteorit ist, der jemals in Deutschland runtergekommen ist.
und über den man zum Glück sehr, sehr viel weiß. Man weiß zwar nicht das genaue Jahr, wann er hier eingeschlagen ist in Bent-Hullen, aber man kann sagen, dass es maximal 120 Jahre her ist. Also noch ein relativ überschaubarer Zeitraum. Man weiß, wo er herstammt, also aus welchem Teil des Universums er stammt. Man weiß, wie er zusammengesetzt ist. Also da hat man eine Menge Daten drüber und das wäre eine Idee, sowas zum Anlass zu nehmen, eine Ausstellung über Meteoriten zu machen. Das können wir nicht völlig allein im Haus hier. Da sind wir angewiesen auf Kollegen aus Hamburg. Die Wiener, das Museum in Wien hat die größte Meteoritensammlung der Welt überhaupt. Da werden wir sicherlich, denke ich, eine Chance haben, Leihgaben zu erhalten. Also da wird man auch wieder auf sein Netz zurückgreifen, das natürlich in der Museumsszene, in der naturkundlichen Museumsszene vor allen Dingen auch in der ethnologischen, ja, besteht. Dann habe ich Lust, ein Thema natürlich auch zu spielen, die jetzt nicht nur auf den oder ausschließlich auf den Sammlungen des Hauses beruhen, sondern die in der Region Relevanz haben. Und da denke ich, werden wir das Thema Fisch spielen. Wir sind hier immerhin in Norddeutschland in der Region. Oldenburg selber ist nun nicht eine Fischanlandungsstelle, aber hier wird Fisch gegessen, hier werden die Thematiken um Fisch herum wahrgenommen. Und das ist ja auch ein sehr breitfähiges Spektrum. Man kann auf der einen Seite natürlich den Fisch erstmal als Organismus vorstellen. Was ist überhaupt ein Fisch? Und da haben wir ja auch interessanterweise seit einigen Jahren diese Trennung. Früher hatten wir gesagt, Fische sind Knorpel und Knochenfische. Heute wissen wir, Knorpelfische, also Haie und Rochen, sind eine ganz andere eigene Gruppe als die Knochenfische. Und dann aber auch bis hin eben zu den Situationen, es gibt Quoten bei den Fischfangregelungen. Und welche Rolle spielen Aqua- und Marikultur? Was können sie ersetzen? Wo richten sie mehr Schaden an, als dass sie nutzen? So, also auch diese Sehweise und auch die Problematik einzubringen, dass wir ja schon längst auch vor Küsten eben fischen, wo sogenannte Indigene leben, denen wir die Fische zum Teil hier wegfangen. Also diese Problematik, die würde ich gerne in so einer Ausstellung gerne spielen. Und da spielt das Haus von seinen Sammlungen her eine unterordnende Rolle, aber es ist ein Thema, das einfach, wie ich finde, gesellschaftlich relevant ist. Ihr Vorgänger Amund Fansa hat ja viel Aufmerksamkeit erregt mit seinen kulturhistorischen Ausstellungen, die ja auch nur begrenzt mit der Region zu tun haben. Wenn wir jetzt mal diesen Orient-Aspekt, der sicherlich Fansas Vita geschuldet war, mal ganz außen vor lassen, wird es auch Sonderausstellungen geben, die diese Reihe, nicht die Orient-Reihe, sondern die Reihe der kulturhistorischen großen Ausstellungen fortführt, oder wollen Sie eher in der Region bleiben, mittelfristig? Also ich werde sicherlich weder noch. Ich werde die großen kulturhistorischen Ausstellungen nicht fortführen können, weil mir da müsste ich auch zu viel Know-how denn einkaufen. Ich werde aber nicht nur in der Region bleiben. Also wenn wir zum Beispiel diese Meteoritenausstellung machen, dann ist mir es auch ganz wichtig, mit einzubeziehen, welche Bedeutung haben Meteoriten und der Meteoritenfall bei indigenen Völkern. Dort, wenn Sie überlegen, dass ja weltweit Meteoriten jeden Tag runterkommen, die meisten sehr, sehr klein, aber auch immer wieder mal größere, das ist ja auch innerhalb der Beobachtungssituation von Völkern, die noch naturnaher leben als wir hier. Und dort haben die ja sicherlich Mythen beeinflusst. Die haben sicherlich Erklärungen, wie die Welt entstanden ist, beeinflusst. Weil das muss ich auch klar machen: jede Ethnie auf dieser Welt, und sei sie noch so klein, hat ein geschlossenes Weltbild. Jede Ethnie kann erklären, wo die Menschen herkommen, wo die Tiere und die Pflanzen in ihrer Umgebung herkommen. Und eben auch, wenn sie denn dort Meteoritenfall hat. Und wir haben zum Beispiel hier auch bei uns im Museum in Oldenburg Meteoriten aus Mexiko. Dass diese Meteoriten haben Einfluss gefunden in die Erzählungen, die Traditionen, die Überlieferungen der Indigenen. Die werden hier auch eine Rolle spielen. Also ich verlasse die Region, wo immer es geht, aber versuche diese Brücke zu bringen, nicht? Oldenburger Meteorit, Steinmeteoriten, wo gibt es die noch? Wo gibt es Metall, also Eisenmeteorite, und welche Bedeutung haben sie in der Wahrnehmung der Bevölkerung? Sie haben eben schon erwähnt, Archäologie haben Sie nun ausnahmsweise nicht studiert. Das wird auch keiner von Ihnen verlangen. Vorher hat das ja auch der Museumsdirektor selbst mit abgedeckt, weil Fanser ja Archäologe war. Jetzt momentan sieht es in diesem Bereich personell im Museum etwas mau aus, weil jetzt auch Fanser weg ist und die Volontärin anders eingesetzt wird. Wie wird es mit diesem Bereich weitergehen, jetzt in der näheren Zukunft? Also da kann ich nur hoffen, dass wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie zurückgreifen können. Und das wird auch einer meiner nächsten Besuchstermine natürlich sein, weil natürlich werden wir dieses Gebiet am Haus weiter pflegen. Und wir haben ja auch noch die Museumspädagogik in der Archäologie. Wir haben auch noch natürlich Restauratoren, die dort auch weiterarbeiten natürlich. Also wir wollen und können diesen Bereich gar nicht aufgeben, nur wir werden ihn inhaltlich, wissenschaftlich stärker an die Landesarchäologie knüpfen. Und ich denke und hoffe, dass ich da auf offene Türen stoße.
Sie haben eine Sonderausstellung geerbt, wo schaurig ist, übers Moor zu gehen. Die ist absichtlich als Open-End-Ausstellung konzipiert worden, weil man halt noch, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wie es weitergeht. Wie lange wird die noch zu sehen sein und kommt dann schon die erwähnte Meteoritenausstellung oder wird noch was dazwischen geschoben? Also im Moment bin ich dabei, so einen Zeitplan zu stricken. Wir wollen auch vom Haus aus, das ist auch soweit Konsens hier im Haus, von einem Halbjahres- auf ein Quartalsprogramm umstellen. Man ist dann flexibler, man kann noch mal eher was verändern. Und für das erste Quartalsprogramm haben wir natürlich schon vor, dass diese Ausstellung, Schaurig ist, übers Moor zu gehen, im ersten Quartal enden wird. Ich kann jetzt noch kein Datum nennen, weil das gerade noch in der Diskussion sind, aber sie wird im ersten Quartal des Jahres 2012 enden. Und dann wird den Abbau vorausgesetzt natürlich und dann den Aufbau neuen, wird dann aber auf jeden Fall hoffen, so planen wir im Moment, vor Ostern die neue Ausstellung. Und das kann wahrscheinlich Meteoriten sein, wenn die Zusammenarbeit mit den vorhin von mir kurz erwähnten Institutionen, so wie ich sie hoffe, wenn die Realität werden wird und die Kollegen eben entsprechend auch Valenzen haben, sich hier mit einzubringen, dann können wir vor Ostern die neue Sonderausstellung schon zeigen, ja. Zum Abschluss noch eine Frage, die jetzt von Ihrer Profession abgeht. Wie sind Sie eigentlich in Oldenburg angekommen? Nett, dass Sie fragen. Also angekommen bin ich, glaube ich, also von mir aus in eine ja mir doch schon auch vertraute Stadt. Also ich hatte mit meinem Kollegen Ulf Beiche, der hier die Naturkunde betreut, immer ein sehr gutes Verhältnis schon. Wir kennen uns seit 15 Jahren ungefähr, hatten nie geahnt, dass wir mal in einem Haus zusammenarbeiten werden. Also insofern kenne ich also das Haus und auch einen Teil Oldenburg sehr gut. Was mich sehr freut, ist, dass ich, glaube ich, auch von den Oldenburgern, Oldenburgerinnen sehr, sehr höflich und nett aufgenommen worden bin. Natürlich ist man gespannt, was macht der Neue. Das ist aber völlig in Ordnung so. Mit der Spannung, die ist ja auch eine fruchtbare Spannung, nicht? Die beflügelt einen ja auch. Aber erstmal vom Tenor her sehr, sehr positiv und das freut mich auch, ja. Ist das nur Spannung oder ist das auch ein bisschen Erwartungshaltung? In den letzten Jahren ist das Haus halt, dann kam Deutschland, Radio, Kultur und sowas, haben immer die großen Ausstellungen begleitet. Ist das ein bisschen so, dass da jetzt irgendwie auch weiterhin jedes Jahr ein großer Wurf erwartet wird? Was haben Sie da für einen Eindruck? Also was sicherlich erwartet wird, ist, dass Ausstellungen laufen, die überregional wahrgenommen werden. Das ist auch mein eigener Anspruch natürlich, nicht? Also wobei ich aber auch stärker, ich sagte das gerade mit dem an Fisch jetzt mal als Beispiel festgemacht, ich möchte natürlich auch die Leute in der Region hier vorrangig erreichen und dass die auch Themen finden, die sie tatsächlich auch originär interessieren. Das ist so ein Thema wie Fisch, denke ich mal. Aber und gleichzeitig sollen die Ausstellungen aber natürlich auch eine Ausstellung haben, die auch die Leute interessiert, die meinetwegen in München und Stuttgart wohnen. Die Relevanz sollen die Ausstellungen schon haben. Ob man deswegen jetzt Deutschland Radio Kultur vergleichbare Anhänger kriegt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir auch von Fall zu Fall uns an die Bundeskulturstiftung oder Kulturstiftung des Bundes, wie sie ja offiziell heißt, richten und auch dort um Stiftungsmittel nachfragen, also Sponsorenmittel nachfragen. Aber und dann ist ja schon oft die Brücke geschlagen zu überregionalen, auch Medien jetzt, wie Sie sie ansprechen. Also, aber da mache ich mir gar keinen Druck draus, sondern ich denke mal, von Anfang an die auch schon so zu konzipieren, dass sie auch eine Strahlkraft haben und dann nachher muss man sehen, wen sie denn wirklich ansprechen, welche Medien kommen und natürlich auch welche Besucher. Aber ich gucke auch ganz gezielt natürlich auf die Besucher der Region. Die darf man bei allem nach außen gucken, um Gottes Willen nicht vernachlässigen, weil das ist nun mal das Museum der Weser-Ems-Region und ich finde das fantastisch, wenn die Leute aus der Region auch wirklich kommen. Und man darf davon ausgehen, dass die Besucher aus Stuttgart und München Nachholbedarf in Sachen Fisch haben. Vielen Dank, Herr Dr. Becker. Ja, danke Ihnen.